Hallo und herzlich willkommen bei Marine Caravaning, Ihrem Karthago Center West, hier in Altenhofen-Baachen. Heute jedoch nicht bei uns auf dem Handelsplatz, sondern wir sind auf dem exklusiven Testcenter der ATC, dem Altenhofener Testing Center. Wir haben heute hier ganz, ganz tolle Probefahrten mit Kunden gemacht und mega tolle Gespräche geführt. Mehr dazu nach dem Intro. Ich sage, wir fahren noch eine Runde. Jetzt ist er gefahren, 75 Jahre alt. Erste Wohnmobil steht vielleicht in den Startlöchern. Und jetzt möchte sie auch mal fahren. Und dann bin ich mal gespannt, was draus wird. Perfekt. Wie fühlen Sie sich? Fühlen Sie sich sicher? Ja. Fühlen Sie sich gut? Ja. Das ist das Wichtigste. Ja. Ja. Nee, man bekommt keine Angst oder so, keine Ängste, nein. Ja, das liegt am Fahrlehrer. Ah ja. Jetzt hier rechts. Jetzt können Sie ruhig ganz einschlagen. Dann merken Sie, wie wendig der Malibu ist. Das ist wie Pkw fahren. Kommt rum, ja. Ja, natürlich kommt der rum. Sie merken, wie der zieht. Ja, aber wie? Sollte man gar nicht meinen, dass das ein großes Auto ist, ja, wo man so einfach damit fahren kann. Einfach so. Ja, ich glaube, viele hätten gerne ein Wohnmobil, ja, und haben genau das Problem, dass die denken, die kommen damit nicht klar. Ja, die Angst ist da. Mich wundert das immer, 95% der Wohnmobile, die wir verkaufen, verkaufen wir ohne Probefahrten. Die Kunden fragen erst gar nicht danach. Und ich halte das für so wichtig, dass man weiß, was kauft man da und wie fährt sich das. Ja, und was auf einen zukommt. Ganz herzlichen Dank. Bei so einem Fahrlehrer. War großartig, echt. War richtig schön. Sind Sie denn vorher schon so ein großes Fahrzeug gefahren? Nein, noch nie. Zum ersten Mal in meinem Leben. Ganz toll. Bin ganz begeistert. Also ich habe gemerkt, dass sie eine ganz tolle Straßenlage hat. Ja? Und auch einen schönen Überblick hat man. Also das Lenkrad ist auch frauenfreundlich. Also stimmt eigentlich alles. Wirklich. Kann nicht anders sagen. Ganz toll. Was mich interessieren würde, wie seid ihr jetzt auf Malibu ausgerechnet gekommen? Weil ihr habt ja bis jetzt, glaube ich, Wassersport gemacht. Und dann habt ihr jetzt ja irgendwie entschieden, jetzt soll es ein Kastenwagen, Wohnmobil oder was auch immer werden. Ein bisschen mehr von der See, noch mehr von der Welt sehen möchten. Malibu. Ne? Ja. Malibu. Und wie seid ihr denn auf die Marke gekommen? Ja, das muss er sagen. YouTube mal rein. Schweben über die Straße ist eine gute Erklärung. Ja, der liegt fester. Ja. Ja. Das ist ruhiger, finde ich, vom Fahrwerk. Ja, genau. Ich merke das wahrscheinlich auch nur, weil es jetzt gerade wirklich den direkten Vergleich hat. Es ist schön. Ich habe also super, super Sicht. Auch kein Balken links im Weg. Ja. Also hier jetzt. Ja. Wobei ich mich schon so ein bisschen an die Spiegel gewöhnen muss. Machst das gut, der da. Super. Aber der fährt hier ganz anders als der. Also hier fühle ich sichereres Fahren. Das ist genau der Grund, warum wir jetzt zum Beispiel heute bei Ihnen sind. Ne? Sonst erfährt man das doch nicht. Genau. Doch nicht durch so ein Video gucken oder durch Erzählen. Dass diese Veranstaltung total top ist, um da wirklich mal auch mehr als nur Informationen zu bekommen, sondern auch ein Gefühl für das Fahrzeug zu bekommen, um mit Menschen zu sprechen, die sich da auch auskennen, Profis halt. Ne? Ich muss ehrlich sagen, auch die tolle Atmosphäre, das Vertrauliche gleich, was da ist. Und da baut sich so ein Vertrauensverhältnis auf und dann weiß man, okay, die lange Anfahrt hat sich gelohnt. Wir haben wirklich das erreicht oder das bekommen, was wir erwartet haben vorher. Ja. Mhm. Wir hatten jetzt einen Teilintegrierten vorab und was mich da haben, so einige Dinge, ich denke, die Scheibe, da habe ich nicht so einen wahnsinnigen Rundumblick und dann, ja, wir können ja auch mal einen Integrierten probieren und da war jetzt halt sofort die Möglichkeit da und die Zeitspanne, wir konnten das ausprobieren und hatten dann gleich auch den direkten Vergleich, also das ist einfacher, als wenn ich jetzt diese Woche den fahre und nächste Woche den anderen fahre, also so, ja, wie ist das Fahrgefühl, ist das total anders, stört
stört mich das. Also ich hatte beim, wenn ich mir so ein Fahrzeug nur ansehe, denke ich, boah, ist das wuchtig und groß, das kann man nicht fahren. Und jetzt saß ich drin und naja, das war genauso einfach zu fahren wie der andere auch. Und ich hatte aber gleich viel mehr Raum und viel mehr Platz. Und, aber es war halt nicht komplizierter oder ja, es war schön, diesen direkten Vergleich sofort zu haben. Und ja, also wir fahren jetzt schon gut informiert nach Hause zurück. Wirklich traumhaft, so eine Möglichkeit zu haben, Fahrzeuge sich anzugucken, auch Probe zu fahren und auch mit den Anbietern oder mit den Experten direkt vor Ort nochmal zu sprechen und Fragen zu stellen, auszuprobieren oder auch nochmal sich ein anderes Fahrzeug anzugucken, wenn man zum Beispiel die Betten sehen möchte. Ganz banale Dinge oder den Backofen oder sonstige Dinge, was man, naja, wenn man sich ein Fahrzeug leiht, nimmt man das, was gerade da ist und hat eben halt nicht die Möglichkeit, das zu sehen oder auch Praxiserfahrungsberichte mal von Person zu Person zu bekommen. Ja. Ich fand sehr, sehr positiv, dass die Auswahl der Fahrzeuge hier sehr groß ist, dass man jedes Fahrzeug hineinsteigen darf. Dass wir verschiedene Fahrzeuge testfahren durften, um direkte Vergleiche auf kurzer Zeit zu haben. Also sehr, sehr positiv. Ich kann nur empfehlen, herzukommen und daran teilzunehmen. Ja. Sehr schön. Wie empfanden Sie die Probefahrt, auch als Beifahrerin? Sehr gut, sehr leise. Sehr leise. Das, sehr leise. Das ist das, was ich hören wollte. Ja. Euer Auto ist von 2019. Auch ein Karthago E-Line. Das ist der 49er. Und der Unterschied jetzt zu dem Mercedes-Benz, ja. Pablo, darf ich sagen, wie war der? Besser. Viel ruhiger? Ja. Ja. Sie kommen ja erstmal nur für eine Beratung. Genau. Dann kommen Sie vorbei, ja. Sagen Sie, dass Sie auf der Messe mit mir gesprochen haben, dann würde ich Sie dann mit dem Herrn Marzinski, also unser Serviceleiter, bekannt machen. Und mit dem können wir dann nochmal das Thema Auflastung für den E-Line 49 besprechen. Was brauchen wir genau und wann können wir das machen? Ja, und schon wieder ist ein Teil zu Ende. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Es gibt auf jeden Fall noch mehrere Teile davon. Wir haben ganz tolle Fahraufnahmen, tolle Stimmen eingefangen und tolle Fahrzeuge und eine mega Stimmung hatten wir hier in Altenhofen. Also, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren. Und wenn Ihnen der Beitrag gefallen hat, würde ich mich über ein Like sehr freuen. Weitere Informationen dazu unter www.karthago-center.de oder auf unserer Facebook-Seite unter Marine Caravaning. Tschüss, wir sehen uns.